So. 1, 2, 3. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 2205. Mein Name ist der AdvoletGaming.tv. Und beim letzten Mal haben wir uns ja diesen neuen Sektor hier gesichert, die Wild Water Bay, der mit dem letzten Update rauskam. Haben uns mal schnell geholt, bevor es zu teuer wird. Ja, und dann haben wir natürlich in unserer viridischen Bucht weitergebaut, wobei die jetzt allerdings sowohl die viridische Bucht als auch das Weilbruckbecken brauchen jetzt bionische Erweiterungen wieder. Darum kümmern wir uns jetzt in diesem Part erstmal. Ich habe in der Zwischenzeit offscreen eine Militärmission gemacht. Ihr habt nicht wirklich was verpasst. Hab mir nur mal ein paar Ressourcen geholt, dass wir hier wieder ein bisschen Graphen und so weiter haben. Dass wir ein bisschen vorankommen. Und ich würde jetzt erstmal auf den Mond gehen und dort erstmal bionische Erweiterungen raushauen wollen. Und dann schickt man natürlich dann auch gleich noch Verjüngungskuren dorthin. Das wollen die dort auch haben. Bevor wir uns dann wieder in die viridische Bucht machen und da unsere Produktion weiter ausbauen. Das ist erstmal der Plan für heute. Die Bilanz sieht noch super aus. 77.000 plus, das ist hervorragend. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und hier seht ihr, die haben wir halbwegs ausgebaut. Aber hat nicht so ganz funktioniert. Die werde ich gleich nochmal umsetzen müssen. So wie es scheint. Das machen wir jetzt gleich mal. Gucken wir mal, ob wir das Ganze hier hin machen können. Dann haben wir ein bisschen mehr Plus. So, zack, zack. Energie ist auch noch super. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Schade, passt nicht ganz rein. Hahaha, das ist jetzt doof. Das wollte ich so natürlich nicht haben. Dann müssen wir das Ganze nochmal ganz anders machen. Und machen es dann erstmal hier hin. Ja, keine Verkehrsanbindung, ist mir schon klar. Limit erreicht, sehr gut. Das heißt, wir räumen jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Schieben das Ganze mal dahin. Und schicken das dahin. So, keine Verkehrsanbindung, okay. Hat du keine Verkehrsanbindung? Böse, böse. So, jetzt hast du wieder Verkehrsanbindung. Sieht ziemlich wüst hier aus, alle. Also, da müssen wir nochmal optimieren demnächst. So, was können wir dir denn geben, Gutes? Hast du Energie? Ist uninteressant im Moment. Arbeitskraft ist auch uninteressant. Wie viel haben wir denn jetzt hier im Plus? Plus 7, das ist nicht wirklich viel. Dann würde ich vorschlagen, machen wir gleich dasselbe nochmal und bauen den hier auch noch aus. Magnetit haben wir ja momentan ganz okay. So, wie sieht es jetzt aus? Plus 13 haben wir nur. Aber noch 11 seltene Erde. Also ich überlege, ob wir da nochmal was raushauen sollten. Ich denke mal schon. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Scusi, da nehmen wir nochmal so ein. Energie reicht im Moment auch noch. Sieht noch ganz passabel aus. So, die haben natürlich... Was hast du wieder um? Angestellte, was? Angestellte sind Strahlung. Aha, okay. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier für ein Problem? Nee, das ist mir zu klein. Dann nehmen wir gleich einen großen. Weil wir brauchen ja die Bergbauplätze dann noch. Sup, 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 sup. Machen wir so. Dann passt das. Plus 20. Sehr gut. Sehr schön. Wenn wir schon mal hier auf dem Mond sind, dann... Der ist voll ausgelastet.
komplett ausgelastet und ich sehe, wir kriegen jetzt definitiv demnächst wieder ein Stromproblem. Das heißt, wir brauchen noch einmal Strom. Was ist das hier? Gesundheitszentrum. Wo bist du denn? Fusionsreaktor. Er braucht aber... Guck mal, wie lang das ist. Geht eigentlich von der Länge. Könnten wir sogar hier hinkriegen. Jetzt haben wir wieder Strom. Essen ist zu wenig mittlerweile. Und die hier... Kybernetik. Hier haben wir auch noch ein Kybernetik-Modul. Was da oben... total blöde ist. Das werden wir gleich mal ändern. So, kommst dahin. Und du kommst erstmal dahin. Erstmal oben rum drauf. Wenn, dann machen wir es jetzt richtig. Import und Export sind das A und O des Geschäfts. Ja, ja, ist in Ordnung. So, du bist immer noch nicht voll ausgebaut. Haben noch 43 Schwerkraftdinger. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Was hast du denn für ein Problem? Ah, okay, du brauchst Fusionsenergiezellen. Ich glaube, das machen die hier. Genau, die machen Fusionsenergiezellen. Kann ich nicht ranbauen. Das ist doof. Muss man mal anders setzen. Setzen wir doch mal einmal rüber. Gucken, ob wir da nicht noch was ranmachen können. Also die Zusatzdinger sind mehr als die eigentliche Produktionsanlage. Meine Vorgesetzte hat einen Auftrag für Sie. Okay. Holen wir uns mal ein bisschen Magnetit schnell. Damit wir das... bisschen abfangen können. Mal gucken, wo hier was ist. Tarnplatten. Da scheint auch nichts zu sein. Machen wir mal hier drüben. Die Ausführung dieses Auftrags war vorbildlich. Oh, hier ist auch noch ein Fusionsreaktor. So, du brauchst noch ein Modul, ne? War mir nur so. Limit erreicht. Ja, plus 4, plus 12. Hier sind wir wieder im Plus. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt Verjüngungskurenmangel. Das heißt, wir gehen in unsere Routenübersicht. Und was haben wir da? Das führt nur... Passen Sie die Werte an. Plus 3. Soll so bleiben. Sortiere Daten. Und neue Transferroute. Mond. Ware. Dies und das. Plus 5, plus 0. Oh, das ist aber schon wieder hart an der Grenze. Hey! Erfolg freigeschaltet. Ist das geil? Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Verarbeite Informationen. Jetzt gehen wir wieder hier hin, in die Viridische Bucht. Und dann gibt es eine Transferroute mit Verjüngungskuren Richtung Iwamoto-Krater. So ist der Plan für heute. Kohle ist auch noch in Ordnung, obwohl könnte jetzt eigentlich besser sein. Stimmt, hier hatten wir jetzt das Problem mit der Straße. Das lässt sich aber lösen, indem wir die hier wegmachen. Oder das ganze Strupp hier auch. Hier geht es noch dann rein. Indem wir jetzt alles einen nach hinten verrücken und dann eine Mittelstraße ziehen, ist das Problem gelöst. Zack. 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 Okay, passt. Wackelt und hat die Luft. So, Problem gelöst. Wie sieht's aus? Was habt ihr? Alles im grünen Bereich. Jetzt
Ah, okay, jetzt fehlt Ihnen hier wieder Sicherheit. Na schön, sollt ihr bekommen, kein Problem. Hopp. Hopp, 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 hopp. Nee, Blödsinn, ihr wollt Sicherheit. Na schön, kriegt ihr die Sicherheit. Passt das dahin? Ja, das passt dahin. Sehr gut. So, gucken wir mal. Großer Park. Passt der da rein? Nein, der passt nicht rein. Aber ein mittlerer Park. Und zwei kleine. Sieht das doch ganz hübsch aus. Die Freunde hier der Nacht können auch aufsteigen. Alle können sie hier aufsteigen. Der Wahnsinn. Und sollt ihr auch haben. Wir sind uns noch nicht vorgestellt worden. Sauber. Jetzt fehlt wieder ein Info. Noch ein Erfolg. Firmenstufe. Juhu. Neue Erfolgsebene erreicht. Sauber. Geil. Und jetzt wollt ihr Qubit-Prozessoren. Ich werd bekloppt. Logistik-Streams lassen darauf schließen, dass da geschossen wird. Na? Ihr wollt wieder Qubit-Prozessoren. Das heißt, wir müssen gleich in die Arktis. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ja, bleib ruhig. Wenig Quantencomputer, wenig Androiden, wenig Schwerkraftkompensatoren. Und wenig Polymer. Der Hammer. Einfach nur der Hammer. Da müssen wir uns jetzt gleich drum kümmern. Wenig Androiden, wenig Quer... Und hier kann alles und jeder aufsteigen. So, 9... Na komm. Und dann müssen wir uns wirklich mal um die Sektorenprojekte nebenbei kümmern. So. Wie sieht's aus? Können wir? Können wir. Doch, passt hier hin. Aber dann haben wir Straße. Wie sieht's damit aus? Könnte klappen. Ja, genial. Damit hätten wir das Infoproblem schon wieder gelöst. Und wir lassen mal hier... Na komm, kannst du nicht aufsteigen? Doch. Sehr gut. Okay. Dann werden wir jetzt mal ganz fröhlich... Superlegierungen. Hier sieht es auch gut aus. Das ist eigentlich soweit alles im Griff. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 85.000 Bilanz, das ist super. Hm. Ja, wir werden jetzt nochmal eine neue Route erstellen, damit die da oben auch mehr Zeugs haben. Neue Transferroute. Jenes, dieses und das. Ne, 24 sollte er nicht bekommen. Wäre ein bisschen zu viel, aber so... Plus 8, plus 9. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Verbindung wird hergestellt. Und jetzt müssen wir uns hier wieder um die Qubit-Prozessoren kümmern. Das machen wir jetzt auch mal. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe hier ein Lager. Wir können... Ja, wir kümmern uns gleich drum. Keine Sorge. Wir machen gleich. Hopp, 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 hopp. So, Qubit-Prozessoren. Hier haben wir ja noch gut Platz. Ziemlich hell jetzt. Was brauchen wir denn? Lass mal gucken. Erstmal haben die natürlich hier Energieprobleme. Das heißt, wir sollten eventuell auch nochmal ein... Eventuell nochmal ein Gaskraftwerk oder nochmal ein bisschen Energie rüberschicken. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Nochmal kurz Energie. Die haben sehr viel, da können wir auf jeden Fall was abzwacken. Vom Walbruckbecken, Zielsektor, naja, 4000 nicht. Machen wir mal so ein bisschen. Verarbeite. Wo passt das? Die haben dann nur plus 70. Und jetzt wieder zurück. Und jetzt gucken wir mal, was wir für Qubit-Prozessoren brauchen. Qubit-Prozessoren.
wir brauchen dieses, ne? Genau. Qubit-Prozessoren brauchen Superkühler. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht kleckern, sondern klotzen heißt die Devise. Solange unsere Bilanz das mitmacht, bin ich sehr zufrieden. Wir machen da gleich mal noch einen. Damit wir hier ordentlich produzieren können. Zack, 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 zack und zack. Wobei jetzt schon wieder die Arbeitskraft wenig wird. Wie sieht es denn hier aus? Können wir hier Arbeitskraft oder ist das eine Produktion? Das ist eher eine Produktion. Das ist auch eine Produktion. Ich glaube, ich muss sogar hier noch ein bisschen was bauen. Damit wir hier ein paar Leutchen kriegen. Machen wir jetzt auch. Wir nehmen uns mal das hier. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht mit Wärme. 1, 3. Und aus Erfahrung weiß ich, dass die mit Sicherheit gleich wieder ein Gemeinschaftszentrum wollen. So, das passt jetzt zum Glück dahin. Dann bauen wir hier jetzt unser Dings auf. Haben wir noch Platz? Nein, dann müssten wir die Straße mal verschieben. Dann machen wir das mal. Zack, und nochmal einen dahin. Petrochemikalien haben wir noch ganz okay. Ja, ich weiß, Arbeitskraftmangel. Okay, cool. Wir arbeiten dran. So, wie sieht's aus mit Leute? Reicht noch nicht, da muss jetzt noch was anderes hin. Zack, zack, zack. Bisschen Leute werden nicht schlecht. Was bist du denn? Plasmaschmelzer. Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Ja, ja. Wir sind schon dran. Wir sind schon dran. So. Ja, der muss mal verschoben werden. Hilft ja alles nichts. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja, bleibt ruhig. Produktivität. Das wissen wir selber. Das wissen wir doch alle selber. Dafür brauche ich dich jetzt nicht. So, wieder eine Straße ziehen, bitte. Bitte, danke. Dem ist kalt. Oh Gottchen. Wegen so einer Kleinigkeit ist dem kalt. Okay, die Prozessoren haben wir. Wir brauchen aber auch das. So was mit Sie Essen? Dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Alles klar, das ist in Ordnung. Wir haben das jetzt gebaut, das heißt, wir brauchen jetzt den Griff. Das Ding hier. Na, dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das Ganze kopieren wir dann nochmal. Schwupp, juhupp. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, bitte. Jetzt fehlt es wieder an Logistik. Kein Problem. Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Ja, ja. Wir kümmern uns auch drum. Output-Transferroute ineffizient. Neuroimplantate fehlt jetzt. Fehlende Waren. Also bauen wir jetzt erstmal schnell noch neue Neuroimplantate. Kommt auch noch dazu. Wo bist du denn? Neuroimplantate. Und das machen wir hier. Dann wird den hoffentlich auch ein bisschen warm.
Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. So unglaublich, der kommt da nicht hin. Das ist der Burner. Das ist der Burner. Wie sieht's aus? Arktis, ja, Molybdän ist klar. Nur zu. Molybdän. Und kein Strom mehr, wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Zack, zack. Warnung, Energiemangel. Ja, ja. Ruh mich auch. Oh, wie sieht's aus? Jetzt ist hier warm, ne? Energiemangel, das heißt, wir müssen noch mal was rüberholen. Unglaublich. Unglaublich. Schieben wir den noch mal was rüber. Verarbeite Informationen. Jetzt haben sie wieder das. Aber natürlich. Lange Spielzeit registriert. Ja, ja. Pause empfohlen. Nein, jetzt nicht. Aber natürlich fehlt es jetzt wieder an Arbeitskraft. Das ist jetzt wieder so ein Problem. Unglaublich. Ich muss mal gucken. Machen wir es mal so. So. Und das hier schieben wir mal etwas weg. Machen wir es nicht mal so. Und so. Und so. Passt noch, ist in Ordnung. Dem ist jetzt wieder kalt. Kann ich jetzt nicht ändern. Man muss jetzt erstmal durch. So, zack, zack. Ist auch in Ordnung. Arbeitskräfte steigt wieder so langsam. Und ich werde jetzt mal das ganze Gedöns hier mal so ein bisschen verschieben müssen, weil ich da noch eine neue Produktion ranklemmen will. So, du kriegst Arbeitskraft. Wenigstens das, das und das. Passt, ist in Ordnung. Jetzt aus mit Neuroimplantaten. Konservennahrung fehlt jetzt. Okay, brauchen wir dir eine Konservenfabrik? Kein Problem. Auch du hast Module. Es passt wieder nicht. Ich liebe es. I love it. So. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. So, Limit erreicht. Alles klar. Denen ist immer noch kalt. Wir haben immer noch das Problem mit dem Molybdän. Da müssen wir gleich nochmal nachlegen. Gerade mal 5 Piepelchen, die wir im Überfluss haben. Unglaublich. Unglaublich. So, was können wir denn noch bauen? Was wollten wir denn noch bauen? Genau, jetzt haben wir hier das hier, ne? Genau. 700% Molybdän. Jetzt müssen wir aber auch noch diese Dinger hier bauen. Superkühler. Wo bist du? Superkühler. Eventuell hier hinten mit dran. Dann wird den jetzt zumindest warm. So, Superkühler. Ja. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja.
Schade. Dann machen wir es daran gleich. Schieben wir nochmal das hier etwas weg. Und du kriegst hier noch dein Modul. Limit erreicht. Jo, ne? Nochmal so. Ah, schade, dass es da nicht reinpasst. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Ah, so. Sieht auch gut aus. Voll ausgebaut. Wie sieht's aus? Deuterium-Sieb brauchen wir jetzt noch. Oh, jetzt wird doch tatsächlich Petrochemikalien knapp. Da sieh mal einer, guck. Na komm. So, jetzt müssten wir es fast geschafft haben, alles auf Vordermann zu bringen. Außer das natürlich hier wieder. So. Plus 3. Aber immer noch Minus. Wir brauchen... Kann doch nicht sein, dass es immer noch ein Minus ist, oder? Unglaublich. Noch eine Anlage davon? Da brat mir einer einen Storch. Die wollen noch eine Anlage. Wohin? Direkt da dran. Kriegt da. Kein Problem. So. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch Molybdän irgendwo abbauen können. Wahnsinn, wir haben schon wieder Ah nee, das ist ja das andere, ne? Wartet mal. Wir haben Mangel von dem Zeugs. Das heißt, wir müssen noch mehr davon. Ach, das sind die kleinen Anlagen. Wartet mal. Jetzt müssen wir anders machen. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Ja, ist klar. Wir müssen es so machen. Und zwar aus dem Grunde, damit wir da noch was dazwischen setzen können. Minus 8 haben wir jetzt. Weil natürlich wieder einmal... Warentransport verzögert sich. Ursache? Transporterknappheit. Ja, Logistikmangel ist. Und wieder Männchen. Also Männchen fehlen auch. Bewohner. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Ja, wir kümmern uns drum. Bleib locker. Wir kümmern uns drum. Wir sind schon dabei. So, kriegst du da auch noch ein bisschen? Es fehlt denen wieder Gemeinschaft. Ich werd doch bekloppt, oder? Ja, Gemeinschaft fehlt denen, ne? Wo bist du denn? Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Gemeinschaft. Können wir eigentlich damit hinpacken? So, jetzt sind sie alle Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir haben immer noch ein Minus von Kubikprozessoren. Im Lager. Minus 8. Produktion, Verbrauch. Irre. Einfach nur irre, wenn du mich fragst. Petrochemikalien. Haben wir hier irgendwas? Wir hatten doch hier schon was ausgebaut, oder? Nee, Bohrinsel ist es noch nicht. Haben wir denn einen Auftrag eventuell? Hallo, bitte nehmen Sie Platz. Ich habe einen Auftrag, der Sie reizen dürfte. Eine Ablenkung weniger. Gut. Aber das machen wir eventuell erst später. Oh, hey, alles cool bei dir. Beziehungsweise ich kaufe einfach ein bisschen was. Machen wir so. Ha! Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. So, das heißt, jetzt können wir die auch mal kurzfristig ein bisschen ausbauen. Und minus 6. Wir machen immer nur 2.
verdammt teuer, wenn er mich fragt. Das ist ein bisschen happig. Ungefähr da. Und ungefähr da. So. Jetzt müssten wir genau 0 haben. Perfekt. Aber das Problem mit dem Modi wie dem. Jetzt muss ich mir mal gucken. Bauplätze. Mal irgendwo was frei haben. Noch irgendwo etwas frei haben. Ansonsten muss ich mir wirklich überlegen, einen neuen Sektor zu starten und das rüber zu schiffen. Und das wäre wohl übel. Hier hinten wäre noch was. Ja gut, da fahren wir jetzt noch schnell hin. Holen uns das Ding auch noch. Hier ist nämlich nicht viel. Jetzt holen wir uns das da noch und dann passt das hoffentlich. So, wie sieht's hier aus? Lass ihn mal ein bisschen aufsteigen. Wir sind hier zufrieden. Naja, 353.000 Einwohner. Tendenz steigend. Ist ganz okay. Jetzt holen wir uns das Molybdän noch. Draußen hätte ich mich auch für den hier entschieden. Genau. Bisschen wenig Energie schon wieder. Der Wahnsinn. So, machen wir mal so. Und auf geht's. Toben Sie sich aus. Ich setze vollstes Vertrauen. Minus 7. Einmal ausbauen, bitte. Plus 3. Läuft. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ast rein. Gut. Das funktioniert. Das hat genau so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr schön. Süß. Mal kurz einen Screenshot machen. Falls das jetzt hier nicht abgekackt ist, weil es halt gerade ziemlich gestottert. Ja, heute haben wir ja auch wieder was gut geschafft. Wir haben die Produktion geregelt. Alle sind gut versorgt jetzt mittlerweile. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Vergesst bitte nicht, Däumchen hoch, Däumchen runter, wie immer. Comments nutzen, wäre auch supi. Und natürlich, wenn es ganz toll gefallen hat und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich das Abo. Wäre auch supi. Ansonsten bin ich für heute erstmal raus. Macht's gut. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.